Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute eine mächtig späte Runde. Am Montag. Wo ist mein Hund? Da ist er. Und wie immer. Ah, er freut sich, das finde ich schön. Fangen wir natürlich damit an, den Hund zu streicheln. Wenn hier mal irgendwann was passiert. So, habt ihr das gesehen? Wo kam denn der Gabelbock her? So. Das schon mal geklappt. Und dann gucken wir mal, was machen wir heute? Ackerminze sammeln. Schweine häuten. Ah, Schweine, ne? Nicht Wildschweine, muss man aufpassen. Oh, Spieler im Showdown mit Wurfwaffe getötet. Sprünge mit dem Pferd über ein Hindernis. Waffen mit Waffenöl gereinigt. Da kriegt man was hin. So. Und mein geliebter Kopfgeldjäger. Gesuchte von Steckbriefen aus New Austin abgeliefert, Zielperson abgeliefert, 3 Stück und eine schwierige. Das wird nix. Da ist es wieder. 20 Kadaver in 10 Minuten, Lagereintöpfe essen und Waren an weit entfernten Käufer verkauft. Familienerbstücke, Münzen, Vogeleier. Oh. Distanz mit dem Wagen zurückgelegt. 2 Minuten getanzt. Story-Mission. Tiere wecken, legendäre Tiere fotografieren und hier mit Pheromon. Ich sag mal so, das wird eine schwierige Nummer. Ich denke, heute werde ich sowieso nicht alle neuen Rollen Herausforderungen schaffen. Also mal erstmal die Post ab. Tja, da oben können wir noch nicht ganz so viel spenden, ihr seht es. Also lassen wir ihn erstmal arbeiten. Was soll das? Aber was stimmt heute mit denen nicht? So, hier war doch nur Wecken, legendäre Tiere und Pheromon. Ja, dann kann ich doch erstmal die Lagereintöpfe essen hier. Dass wir wenigstens schon mal eins geschafft haben. Hauen wir uns auch noch rein. Dann sind wir da schon mal mit glatt. Dann habe ich ja noch etwas offen. Was haben wir hier? Oh, für Wildblumen. Das da machen wir nicht. Da habe ich keine Lust zu. Ich würde mal sagen, wir reiten mal in die Richtung hier und dann. Oh, da haben wir noch was offen. Hier ist ja noch eine. Ah, habe ich nur eine von abgegrast, ne? Ja, dann. So, wie ist der Zustand? Oh, die können wir sowieso mal putzen hier. Na komm, die machen wir auch mal sauber. Weiß ich gar nicht, wann taucht denn immer dieser komische Marmorfuchs da auf, oder? Ach, wir checken mal einmal die kalte Ecke, was soll's denn? Vielleicht finden wir hier auch ein paar Wölfe. Dann hätten wir schon mal. Dann nehmen wir aber nur die Felle mit. Denn wir wollen ja nicht, dass wir zu viele Vorräte da haben. Sonst können wir nachher die kleinen Tierkadaver alle gar nicht spinnen. Wo wir natürlich hier sind, reiten wir eben die verdächtigen Ecken ab. Hier ist schon mal eine Tarotkarte. Da ist sie. Und wie gesagt, die neuen Rollenherausforderungen werden es heute nicht. Aber muss ja auch nicht immer, ne?
mich denn langführen hier? Ach so, ja, ja, deswegen. Wir reiten trotzdem hier entlang. Vielleicht taucht der legendäre Bison auf. Wir können uns hier wenigstens mal ein bisschen umgucken. Oh, habe ich sowas schon mal betäubt? Ja gut, so wird's auch nichts, ne? Jetzt haut er mir da ab und der... Und das Pferd will hier nicht. So. Der kann ja nicht weit kommen, ne? Dass wir wenigstens ein paar Aufgaben erledigen. So, was kann ich denn mal futtern hier? Vielleicht noch irgendwas. Ja, und war mein erster Tag wieder nach dem Urlaub. Ah, da muss ich zugeben, da bin ich etwas geschafft. Da ist der Schreibtisch voller und der E-Mail-Kasten. Da ist eine Person. Nein, die sammeln wir jetzt auch nicht ein. Heute machen wir keinen Stress. Heute spielen wir einfach entspannt eine Runde. Tja. Kein Bison, kein Wolf. Gar nix. Dann reiten wir gleich hier erstmal hin. Vielleicht ist da ein legendärer Elch. Jetzt erledigen wir erstmal diese Aufgabe hier. Da. Auf der Minimap. Da gibt's eine Pfeilspitze. Ja, kann sich nur um Stunden handeln, ne? Aber es hilft ja auch nichts. So ein paar Sachen müssen wir erledigen hier. Und außerdem ist das ja zur Entspannung hier das Spiel und nicht, um sich wieder Stress zu machen. Und ihr wisst, auf Kopfgeldjäger, da habe ich nicht so Bock.
So ein Elch, das wär's jetzt noch. Ab jetzt Augen und Ohren offen. Habt ihr's gehört? Das hörte sich doch. Schon mächtig spannend an hier. Da ist er. Also, Pheromon raus. Ein Tarantonikum rein. Kamera raus. Irgendwas zeigt er doch hier grün an. Ja, aber das ist doch nicht der. So, irgendwas anderes. So, legendäres Tier fotografiert. Wir haben es geschafft. Knarre raus. Da ist er. Was ist denn vor hier? Ach, der ist angriffslustig. Wir haben Zeit, Kollege. Der haut aber doch ganz schön ab hier. So. Den lassen wir uns ja nicht durch die Lappen gehen hier, oder? Das Fell werden wir jetzt nicht am Lager spenden. Sonst haben wir ja wieder da die Vorräte voll. Da werden wir jetzt zu dem Großwildjäger reiten und ihm das verkaufen. Richtung reiten. Ich hoffe, irgendwann werden wir dann Lager aufschlagen können. Am Lager gucken, wie es aussieht. So, ich denke, jetzt werden wir die kleinen Tierkadaver los. Da haben wir schon mal 7. Excellent. Thank you. I suppose this will do. Beautiful. Jetzt habe ich mir wieder nie aufgepasst. This is good quality. Guess beggars can't be choosers. Mal eben gucken. So, 17. Supplies are looking healthy right now. Habe
euch jetzt gerade die perfekten gespendet, weil ich nicht hingeguckt habe. Bestimmt, ne? Ah, hier habe ich noch so ein Backenhörnchen. Ah, da habe ich die perfekten. Ja, gut. Wenn man hier aufpasst. Gut. Macht nichts. Ich hoffe, morgen gibt es sowieso eine neue Wochengeschichte von der netten Madame. So, auf zu Gas. Wir verschnacken ihm. Den Elchpelz hier. So, ich sollte vielleicht auch mal eben eine neue Markierung setzen. Da wollen wir am Ende hin. Manchmal haben wir ja Glück. Und hier tauchen ein paar Wölfe auf. Ja, die Sicht ist ja wirklich suboptimal hier. Heute keine Wölfe im Angebot hier. Doch. Da. Jetzt will mein Pferd hier wieder gar nicht. Da müssen wir hinterher. Dann haben wir den Pelz auch zusammen. Dann können wir die nämlich nachher auch noch spenden. Zeige ich euch das eben. Dann haben wir den Händler. Kadaver innerhalb. Ich dachte, ich habe wieder nicht richtig gelesen. Ich dachte hier auch. Oh Gott, mein. Ja. Ich sollte so spät nicht spielen. Da ist ja nur noch der weit entfernte. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Wie komme ich denn da drauf? Das ist, wenn man nicht richtig liest, ne? Wenn man mit den Gedanken noch woanders ist. Kopfgeldjäger, na, ich hab da wirklich keinen Bock drauf. Ja, das mit den Familien-App-Stücken, das wird alles schwierig hier. Tanzen, ja, hab ich auch nicht so Bock drauf hier. Und die Zeit läuft, ne, und noch nichts geschafft. So, und verschnacken wir den Spaß eben. Ich laufe doch nicht in die falsche Richtung hier. Hunting equipment, get it all here. I see you come bearing gifts. Alright, let's have a look-see. So. Yeah, I get a lot of these. Ach so. Den hätte ich
Tja, wenn ich da drauf packe, will ich nach Hause vor dir. All right, what have you got? Es tut mir leid, ich bin ja, heute ein bisschen durch den Wind hier. Und das Programm anscheinend auch. Jetzt hängt die Aufnahme. Good luck out there. So, wächst hier nicht auch Ackerminze? Müssen wir das sammeln? Wollen wir schon mal ein bisschen was essen hier? Tja, hier ist heute kein Biber. Schade, schade. Dann hätten wir es fertig gehabt. Oh. Hier war gerade so ein Gequietsche, ne? Ich meine, vielleicht ist auch hier wieder nur der Wunsch der Vater des Gedanken, ne? Ich glaube, von der Uhrzeit her wird es passen, ne? Können wir ja mal einfach hier. Nee, nix da. So, was wollte denn der Kopfgeldjäger? Ach so, einfach nur abliefern, 3 Stück. Nee, ehrlich nicht. Obwohl, die Richtung passt, ne? Ist nur ein kleiner Umweg heute. Und plündern kann er auch nicht schaden. For Christ's sake. Goddamn fools. Müssen wir mal eben gucken, ob da drüben Vogeleier sind. Und der kann bestimmt auch eine kleine Wäsche vertragen hier. Christ Almighty. Nee, da ist aber heute nichts. Oh. Aber ein Pflänzchen. Was hat denn? Ah. You will not get away with this. Mein Gott, ich will doch nur das Pflänzchen sammeln hier.
bevor der Kerl sich hier befreit. Gleich verliere ich, ne? Und dann hat sie's auch erledigt hier. Let me go, damn it. Ach ja. Das macht ja nichts, ne? Es geht ja nur darum, heute ein bisschen Gold abzusahnen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gleich hat er sich befreit. Und dann springt er nämlich einfach vom Pferd hier. Untie me now. Ja, scheint ja nochmal gut zu gehen hier. You're a prize bastard, ain't you? Schon mal einen abgeliefert. Na gut. Sind ja auch keine Reichtümer, die man hier kassiert, ne? Mal einmal da oben gucken. Da ist nichts. Auch nix. Tja, weiter geht's. Auch kein legendärer Kojote. Mann, Mann, Mann. Habe ich auch keine Lust zu. Machen wir nicht. So, hier mal eben. Oh, 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 oh. Mein Gott. So, ich wollte da auf die Karte gucken. Sollen wir hier so halb schräg hier rüber, oder nicht? Was war das überhaupt nochmal, was wir hier suchen? Irgendwie auch Wildblumen oder so. Setzen wir uns hier noch eine Markierung. Das holen wir uns auch noch fix. Ich hatte gehofft, dass hier auch Vogeleier sind. Manchmal hat man da ja Glück. Heute habe ich's hier. So, jetzt komm hier.
Manchmal ist ja auch hier so ein legendärer Hirsch. So, wir müssen auch noch über Hindernisse springen. Und noch eine Knarre putzen. Auch das da hinten ignorieren wir. Nehmen wir wenigstens das noch mit. Oh. Man hört den Puma. Aber auch den ignorieren wir heute. Tja, ich hatte gehofft, dass hier irgendwie der legendäre Puma auftaucht. Aber auch das klappt heute nicht. Ein paar Sammlerstücke wollte ich heute eigentlich noch mitnehmen hier. Dachte ich. Tja. Habe ich wohl falsch gedacht. Ne, die haben wir schon geputzt. Dann machen wir noch eben wieder schick. Kassieren da schon mal das Gold. Und holen uns jetzt das letzte Sammlerstück von der Karte, damit wir auch wissen, wo die Madame ist. So, Markierung steht. Da wollen wir hin. Ja, da wollte ich nicht hin. Oh Mann. Ach, wisst ihr was, wo ich gerade hier bin. Dann gucken wir auch hier eben. Ja, es tut mir leid, ich bin heute ein bisschen von der Rolle. Also, und es ist schon wieder später geworden als gedacht hier. Gut, dann eben nur ein Sammlerstück von hier. Klar, hier hätte man noch schön über die Zäune springen können. Aber das werden wir schon noch hinkriegen. Da wollte ich hin. Wo ist mein Pferd? Oh oh, auch das werden wir schön. Da wollen wir nicht hin. Das gibt
heute alles nur Stress. Da ist das Pflänzchen. So, wo ist die Madame? Heute. Ganz hier unten. Dann checken wir mal hier die Gegend. Vielleicht ist der legendäre Bison da. Dann können wir wenigstens da nochmal die Pheromone benutzen. Und ein bisschen abstauben. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall Münzen. Dann machen wir noch einfach mal eine Karte auf, was soll's denn? Oh. Oh Mann, das ist ja komplett die falsche Ecke hier. Und kein Bison. Auch hier ist nichts. Ja, heute ist echt die Ausbeute gering hier, oder? An den verdächtigen, üblichen Stellen hier. Aha. Aber wenigstens hier ist was drin. Aber nur eine Tarotkarte, denke ich. Naja, sonst ist hier heute nichts. Zumindest vibriert der Controller nicht. War denn noch? Gut, Ackerminze, Schweinehäuten. Ach, ein Hindernis noch. Ja, das kriegen wir mit diesen neuen hier. Achtung! Oder auch nicht. Doch, es hat geklappt. Wenn wir uns jetzt da hinten ein Sammlerstück holen und hoffen, dass da hinten... Ich zeige euch das gleich erst eben, was ich meine. Dass da auch ein paar Schweine sind. Ja, Tarotkarten gibt es heute aber ohne Ende. So, ich setze mal in die Markierung. Da geht's hin. Wie immer, am liebsten querfeld ein.
Was ist denn hier für eine Gang? Wir müssen hier oben lang. Wie hier auch eben noch an den anderen Stellen. Da ist heute eine Flasche. Weil wenn wir heute schon eh nicht so viel schaffen, dann wollen wir wenigstens Sammlerstücke abgrasen. Auch nix. Weiter geht's. Irre. So weit ist es ja wirklich nicht. Ja? Ja, ich sammle jetzt heute mal nichts auf hier. Da ist wenigstens noch was zum Ausgraben. Doch die Schweine. Machen es hier schön leise, nicht dass hier noch einer wach wird, ne? Sag mal. Was soll das denn? Ach, der Typ auch noch? Ah, Kinder, jetzt müssen wir uns beeilen hier. Boah, jetzt wird das hier ein richtig teurer Spaß, das kann ich euch sagen. Kommen Sie. Gesetzlose, Halleluja. So, das Schwein nehme mit. Weil sonst gibt es hier gleich richtig Stress. Die warten hier artig. Und wir hauen ab. Da müssten wir eigentlich mal irgendwas ausbuddeln, ne? Ich hoffe, der Zug hält die gerade noch ein bisschen auf.
Ja, das hat doch gut geklappt hier. Dann können wir jetzt eben noch das Schwein in Ruhe häuten. Dann holen wir uns noch die eine Münze. Und dann denke ich, reicht's auch für heute. Ja. So, welche nehmen wir denn? Ja, da wollen sie da. Was Kopfgeld? $4 von hier aus, das ist ja schon mächtig. Also wenigstens so ein bisschen Gold heute hier gesammelt haben. Mensch, wo wir gerade hier sind. Also jetzt geht's ja wohl los hier. So nah hier an der Stadt. Die kann ich doch bestimmt noch nicht mal Wildnislager aufschlagen. Oh doch, da will ich nichts gesagt haben. Hier nochmal gucken, ob hier dieses legendäre Schwein auftaucht. Hier ist kein Schweinewetter, ne? So, was soll ich denn machen? Distanz mit dem Wagen, es wird ja nichts. Getanzt, ganz ehrlich. Ihr wisst, wie das geht. Das machen wir jetzt nicht. Es geht ab nach Hause. Ja gut, das war heute keine glorreiche Runde. Aber da seht ihr wieder, es ist ungeschnitten, ungeschönt. Es ist, wie es ist. Das hauen wir noch raus. Dann bestelle ich schon mal Vorräte für morgen. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Ja, das war die nicht so glorreiche Runde am Montag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.